Also die Berührungspunkte jetzt äußerlich betrachtet lagen darin, dass ich eingeladen wurde und mich schon gefragt habe, warum jemand mit meinen Schwerpunkten für die Schaderstiftung interessant sein könnte, da es sich nun gerade mit dem Bezug der Gesellschaftswissenschaften zur sozialpolitischen Praxis zu tun hat. Aber in der Sache fühlte ich mich dann doch nicht fehl am Platz, nicht, weil ich sehr viel darüber nachgedacht habe, wie man die Ergebnisse der gesellschaftssoziologisch-politologischen Forschung insbesondere in der gesellschaftlichen Praxis, also in der politischen Praxis, aber auch in der zivilgesellschaftlichen Praxis, wohl fruchtbar werden könnte. Und weil ich immer eigentlich unzufrieden war mit dem Umfang, in dem das geschah. Also es war schon ein Thema für mich, dieses Zusammenspiel. Man kann keine Definition im Sinne eines Schulbuchs erwarten. Wohl kann man erwarten, etwa, also zum Beispiel, man kann nicht nennen, das fand ich in den Papieren, die Werte, an denen wir uns orientieren und die deswegen uns ausmachen. Da würde ich sagen, naja, erstens der Begriff der Werte, ein hochproblematischer Begriff. Zweitens, auf jeden Fall bezeichnen sie etwas sehr Abstraktes. Eine Gesellschaft, ein Staat wie die Bundesrepublik ist nichts Abstraktes, ist nichts, was man mit abstrakten Begriffen einfangen kann, sondern etwas geschichtlich in seiner Besonderheit Gewordenes. Also wird man sozusagen Begriffe eines geringeren Abstraktionsniveaus wählen oder Geschichten erzählen zu dem, wie das heute geschehen ist im Prolog. Von diesen Einrichtungen gibt es nicht viel, das ist ja bekannt, nicht? Es ist erstaunlich, dass die Schaderstiftung steht für den Gedanken, für die Absicht, das Wissen der Gesellschaftswissenschaften vor allen Dingen fruchtbar zu machen, in der gesellschaftlichen und politischen Praxis, habe ich schon gesagt. Und dieser Gedanke stand am Anfang unserer Wissenschaften. Das war eine große Leitidee, das war schon seit Auguste Comte, dem eigentlichen Begründer der Soziologie etwa, war das der Leitgedanke. Die Soziologie sollte die Wissenschaft sein, die das gesellschaftlich-politische Handeln leitet, führt, die Führungswissenschaft. Das ist lange vorbei. Und inzwischen ist man eher geneigt, gar nichts mehr von den Sozialwissenschaften zu erwarten, in dieser Hinsicht, was praktischen Nutzen. Das ist ganz falsch. Ich glaube, dass die Sozialwissenschaften, die politische Wissenschaft, die Kommunikationswissenschaften auch sehr wohl beitragen können. Zunächst mal zur Aufklärung des gesellschaftlichen Bewusstseins, des politischen Bewusstseins. Da geschieht noch zu wenig, glaube ich. Aber auch zur Beförderung konkreter, praktischer Vorhaben. Das ist nicht ausgeschlossen. Also insofern finde ich das Vorhaben, die Idee hinter der Schaderstiftung außerordentlich überzeugend, nicht? Und ich hoffe, dass sie das noch lange betreiben kann, nicht? Dieses Unternehmen. Das ist etwas Seltenes.